Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Buh. Ah. Ja, das ist eben die Musik. Das hatten wir ja, das wissen wir doch. Dass die Musik leise ist, weil die euch sonst auf den Sack geht, während wir spielen. Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Hi, hi. Na ihr? Alles gut? Alles schick? Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Aber wir haben doch vorgewarnt. Wozu haben wir denn vorgewarnt? Der Robelisk hat sich auch verjagt. Da-da-da-dam. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr habt den Dienstag gut überstanden und den Montag und überhaupt alles. Und sowieso. Ich hoffe, es geht euch fantastisch und ausgezeichnet. Und überhaupt. Aber natürlich hat der Kaffee heute Morgen geschmeckt. Aber natürlich. So, lasst mich euch erstmal Hallo sagen. Moment. Sekunde. Ich scrolle hoch. Onkel, einen wunderschönen guten Abend. Imlor, Moin, Rovelis, Kalüchen, Armini, einen wunderschönen guten Abend. Simplay, herzlich willkommen. Avalorion. Meine Güte. Avalarion. LP. Nein, Avalarion Play. Was ist nur los mit mir? Es tut mir leid. Hallöchen. Der echte Keks, Mamoi. Shanks, einen wunderschönen guten Abend. Übrigens hast du ein wundervolles T-Shirt. Ich bin etwas neidisch auf dieses wundervolle T-Shirt, das du hast. Tomba, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, Hallöchen. Moin, moin, Otti. Schön, dass du da bist. Hallöchen auch an Tiny. Einen wunderschönen guten Tag. Naben, Zocken GmbH, Hallöchen, Shadikam, Moin. Herzlich willkommen auch an Schlappen, auch wenn er heute Raupengulasch mit Nudeln gegessen hat, was ich überhaupt nicht gut heißen kann. Zipfelchen, einen wunderschönen guten Abend, Airata, Moin. Lisano, Hallöchen, Sieg den Käsekuchen, 0815, herzlich willkommen. Armini hat seine Farbe geändert. Gandalf der Bunte, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Moin Moin Zero, herzlich willkommen. Ach, und Gandalf, noch frohes Neues. Musst du heute nicht Schnee schieben, also perfekt. Boah, sehr gut. Ich auch nicht, aber ich muss nie Schnee schieben. Snowman, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Hi, hi. Welches T-Shirt? Fehlt noch ein Raupenschild für meine Sammlung? Ja. Vielleicht irgendwann. DJ Plate, ich danke dir für den Follow. Dankeschön. Vielleicht irgendwann, Shanks. Wenn ich mal dazu komme, T-Shirts zu entwerben. Entwerfen. Gott. Zu entwerfen für die Raupen. Aber das Beaver-T-Shirt ist sehr, sehr geil. Mit den ganzen Emotes, das finde ich, ich finde das echt mega schick. Warum hat jeder Probleme mit meinem Namen? Ich weiß nicht, weil es... Ich will automatisch Avalorion sagen, aus irgendeinem Grund. Aber es ist eben Avalarion. Das ist schwierig. Solinea, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Zu viele Vokale. Ja, genau. Zu viele Oh, ich gebe auf. Ich sollte es lassen heute. Ich weiß nicht, was los ist. Hab gehört, der Zocken raubt hier irgendwo rum. Was? Zocken GmbH? Ja, hier irgendwo. Raube zum neuen Jahr das Reden verlernt. Ja, hat sie. Raupenunterwäsche? Bitte was? Was? Wie soll die aussehen? Armini, ich denke nicht, dass das passieren wird. Und Follower nicht gleich Chat. Follows bedeutet nicht gleich Chat. Den streamfreien Montag abschaffen, der bricht dich total raus. Der bringt mich total raus, ja. Vermutlich, ich weiß nicht. Streampause ist schuld. Nein, das geht nicht. Ich brauche Minimum einen Tag. Und ich habe ab und an sogar das Gefühl, dass ein Tag einfach mal zu wenig ist. Ich weiß genau, warum die Biber immer zwei Tage machen. Die Wäsche ist dann flauschig. Flauschige Wäsche. Spider-Org, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Ich habe gerade angefangen, ja. Hi. Bei vielen Followern hast du sicher dann auch ganz viele Viewer. Ich weiß nicht. So wie ein Elefantenrüssel. Halt nur als Raubopfort. Genau, schnappen.
Was? Streamer brauchen Pausen? Nein! Hatte ich heute erst bei Sam gelesen. Bei Sam und Gott sein Vater. So aller, also bei Sam war es, glaube ich, da hat tatsächlich einer geschrieben von wegen, was, du machst eine Woche Urlaub? Direkt an, Follow. Was? Was fällt dir ein? Kannst du nicht einfach so Urlaub machen? What the fuck? Wie Freizeit? Und hört doch mal auf mit den Zuschauern. Oh, es geht mir so auf dem echt. Ich glaube, ich werd den Mobot darauf trainieren, dass der das irgendwie rausbannt. So. Oder ich muss halt wirklich, ich hole mir noch ein, zwei Mods, die ganze Zeit da sind, die dazu verknackt werden, die ganze Zeit da zu sein. Dann wird dieser Auto-Mod-Dings eingestellt von Twitch. Und er wird auf extrem gestellt, sodass jede einzelne Chatnachricht zuvor von einem Moderator überprüft wird. Und überall, wo eine Zuschauerzahl drin vorkommt, wird es sofort rausgekickt. Yippie! Und zwar sofort. Yippie! Avalarion! Avalarion, vielen, vielen lieben Dank für deinen Sub. Dankeschön und herzlich willkommen bei den Flauschraupen. Vielen lieben Dank. Du bekommst jetzt eine wundervolle, mega flauschige Gummizelle im Kokon, in der du es dir bequem machen kannst. Außerdem kannst du dich dorthin natürlich jederzeit zurückziehen, wenn du irgendwie mal deine Ruhe brauchst oder die anderen im Gemeinschaftsraum dich nerven. Ziehst du dich einfach dorthin zurück und machst es dir mega doll gemütlich. Zumindest hoffe ich das. Ich danke dir vielmals für die Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit den Emotes. Dankeschön. Danke, danke. So. Dum, da, da, dum, dum, dum. Käsekuchen, alles gut. Es ist nur einfach so, weil es beim letzten Mal halt, als der Dizzy gehostet hat, gab es da irgendwie überhaupt kein Halten mehr wegen der Zuschauerzahl. Und das musste ich jetzt irgendwie erst mal so ein bisschen... das hing noch vom letzten Mal nach. Eure Heiligkeit, übrigens einen wunderschönen guten Abend. Ich senke meinen Kopf. Ich glaube, ich habe dich vorhin überlesen. Entschuldige bitte. Aus dem Chat kicken klingt toll. Klingt nach Arbeit. Ansonsten wäre ich ein großartiger Rausschmeißer. Verbittert. Einen wunderschönen guten Abend. Hi. Streitschlichterkurse. Oh ja, ich habe auch mal so einen, wie heißt es, Mediationskurs gemacht. Habe ich auch mal gemacht. DRM, Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend. Frenetischer Juwel. Um zu deinem Zwangsmod verdonnert zu werden. Oh ja. Ich glaube, das wird nie passieren. Dim, dim, dim. Onkel vor Mod. Nein, ich brauch keinen Mod. Ich bin ganz ehrlich, ihr seid so unglaublich... Yippie! Moment, ihr seid so... Das will ich noch zu Ende sprechen, diesen Satz. Ihr seid so unglaublich... friedlich und einfach zu handhaben. Ich habe so Glück, ganz ehrlich, ich habe so Glück, so eine fantastische Community zu haben, dass selbst wenn da mal ein Troll kommt und selbst wenn der es schafft, ein, zwei Nachrichten zu schreiben, weil gerade kein Mod da ist, der ihn rausbannt, who cares? Ihr macht den sowieso direkt platt. Das ist total gut. Nein, ich habe wirklich, ich habe mit euch so Glück, dass ich einfach, aktuell noch nicht das Gefühl habe, dass ich Megamods brauche. So, also mal ganz kurz Community loben, das war mal notwendig. Und jetzt, yippie! Falke, vielen, vielen lieben Dank für deinen Sub und herzlich willkommen bei den Flauschrauben. Ich danke dir vielmals. Auch du bekommst jetzt eine wundervoll mega flauschige Gummizelle im Kokon, die du dich jederzeit zurückziehen kannst und wo du es dir bequem machen kannst. Ich hoffe, es wird dir weiterhin gefallen und ich wünsche dir ganz, ganz doll viel Spaß mit den Emotes, die dir jetzt zur Verfügung stehen. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Dankeschön. So, wunderschönen guten Abend, Schlenzer. Hallöchen. Infinity Simplex, hi, herzlich willkommen. Wir sind auch Mods ohne Schwert. Wir zerhacken auch so Trolls, das stimmt ja. Der größte Troll hier bin ich. Randale! Klappen auch dich mag ich, obwohl du immer sagst, dass du Raupen isst. Ha! Er steht! Juhu! Was ist denn das für ein Quote?
Was zur Hölle? Was? Wo kommt das Quote her? Was? Dings. Mir fällt nichts ein. Weißt schon. Was? Moment. Dankeschön. Dankeschön, Otti, für deine unfassbar fantastische Unterstützung in jeder Form. Aber übrigens, den Kaffee heute auf Twitter, der Onkelkaffee, der war schon meins. Du kamst zu spät, viel zu spät. Du hast ja erst Nachmittag den Anspruch auf den Kaffee erhoben. Das war viel zu spät. Aber ich danke dir. Dankeschön. Wunderschönen guten Abend, Silent. Hallöchen. So, wir müssen erstmal den Spielstand laden, denn wir wollen ja nicht von vorn beginnen. Also ich möchte zumindest nicht von vorn beginnen. Ah, Raupen-Army versus Trolls. Ahu. Exakt. So. Laden. Hallo? Oh, ich dachte schon. Oh, ich dachte, die Spielstände wären weg. Ich hatte einen kurzen Herzinfarkt. Ich hatte einen ganz kurzen Herzinfarkt. Der Spielstand ist noch da. Oh, ich dachte, wir müssen. Aber das Spiel hat nur gehangen. Es ist alles gut. Gott, das wäre es jetzt gewesen. Ah, ist Raupen und ihre Mütter, Väter und Haustiere. Das finde ich irgendwie nicht in Ordnung. Nein, nicht shame on you. Alles ist in Ordnung, Otti. Ich habe dir extra noch einen frischen Kaffee gemacht, der dann so aussah, als wäre es der Onkelkaffee gewesen, den du dir mopsen konntest. Ja, Raupe ist gesund, alles in Ordnung. So, wir waren jetzt irgendwie hier oben angekommen und haben hier nichts. Wie wir feststellen, haben wir nichts, womit wir interagieren können. Das ist generell erstmal nicht schlimm. Wir haben einen Stein und unsere Postkarte. War jetzt hier? Hier war irgendwas. Ein Ast. Ha, von wegen mit nichts interagieren. Ast. Das ist ein Ast von einem Baum. Wow. Ein Ast von einem Baum. Nimm Ast. Siehste? Wir haben einen Ast. Na Gott sei Dank habe ich den noch gesehen. Ich wette, diesen Ast werden wir dringend benötigen. Rechne damit. Kannst du mir kurz sagen, an welcher Stelle du bist? Ich glaube, wir sind fast fertig, Simplex. Ich bin mir nicht genau sicher, weil ich es nie gespielt habe. Also für mich ist das mein erster Durchlauf. Aber ich glaube, wir sind fast fertig. Wir sind momentan in dieser grausigen, gruseligen Burg, Festung, wie auch immer, wo wir dann plötzlich ganz klein waren. Also wir müssten jetzt kurz vorm Ende sein. Was? Doc Raymer, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Hi, hi. Was? Spider-Org, ich will nur mal wieder ein Was hören. Gab's doch gerade. Was? Eigentlich müsste, wisst ihr, was geil wäre? Wenn Twitch verstehen würde, immer wenn das Emote Raupen Was benutzt wird, dass dieses Was kommt. Das wäre richtig gut. Wäre das gut? Total gut. Spider-Org, vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Danke. Rico, einen wunderschönen guten Abend. Genau, Monkey Island 3 geht dann auch bald los, sobald wir hier durch sind. Das kann ja hoffentlich nicht mehr so lange dauern. Django, einen wunderschönen guten Abend. Eine stabile Holztür. Schlappen finde ich nicht in Ordnung. Kaffee klingt gut. Oh ja, Kaffee könnte ich jetzt auch gebrauchen. Ich weiß genau, wie es dir geht. Ich habe aber vergessen, mir noch einen zu machen. Ja, geht es. Direkt der nächste Klassiker, sobald das hier vorbei ist. Und sehr gerne, Simplex. Sowas in der Art geht? Ernsthaft? öffne. Öffne Tür. Ist hier noch irgendwas? Nein. Nur die Tür? Ist wirklich nichts mehr, oder? Oh, es ist immer so. Das Gefühl, ich übersehe etwas. So. Sieht aus wie ein Erdbeben. What? Oh Mann. Was ist das? Friss mich nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich hau ab.
Eisschlappen. Würde man einen Bot für bauen, der das versteht? Okay. Aber ich glaube, das wäre irgendwann nervig, oder? Das wäre, glaube ich, irgendwann nervig, wenn dann immer was, 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 was? Der im Nein, so war es nicht gemeint. Ich fand eigentlich, dass wir beim letzten Mal, fand ich zum Beispiel, dass wir super gut durchgekommen sind. Da war ich echt glücklich. Beim letzten Mal war ich richtig, richtig... Wobei, das immer noch nervt. Ich habe die Maus bewegt. So, und das nervt. Mimik! Wir öffnen einen Lloyds Talisman? What? Was? Mutiert das Spiel zu Dark Souls? Stimmt, bei Dark Souls habe ich die schon gesehen. Also, ich habe ja nie Dark Souls gespielt, aber es gibt ja andere Streamer, die das machen und da kann man ja mal gucken. Ja. Okay. Benutze Stock oder so. Besser auch nicht. Benutze Stock. Das ist ein Ast von einem Baum. Benutze Ast mit Tür. Das geht doch so nicht. Ich wollte wenigstens nochmal hören. Benutze Stein mit Tür. Das geht doch so nicht. Das ist einfach fantastisch. Gut, ich habe hier aber nichts, womit ich sonst interagieren kann. Ich kann auch nicht wieder nach unten. Also geht's nicht anders, als die Tür zu öffnen. Genau, das ist richtig. Ihr braucht hier keinen Troll. Simon trollt mich schon genug. Ich glaube, ich mache eine 10-Stunden-Playlist. Was aus? Was? 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 Gut. Ich hoffe, dieses Ding ist verschwunden. Frissast. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist. Ich dachte wirklich, es ist komplizierter, aber das ist natürlich fantastisch. So gut. Was? Fanny, einen wunderschönen guten Abend. Weil der Was-Bot fehlt. Armini, vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Was? Danke. Die Kiste. Der Ast steckt in seinem Maul. Die arme Kiste. Können wir mit der Kiste reden? Ich glaube, es schläft. Ach, verdammt. Schade. Frenetischer. Was? Jubel. Ah, oh, ist das schön. Also wirklich, das geht doch so nicht. So. Was? Wir haben hier einen Speer. Ah, oh, Entschuldigung. Alien, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen, hi. Es ist lang und hart mit einem spitzen Ende. Es ist lang und hart mit einem spitzen Ende. Können wir es mitnehmen? Boah, jetzt hat der einen mega langen Speer. Welcher Quote ist es? Oh, na los. MacGyver-Lösung wäre gewesen, aus dem Ast, dem Kies und der Postkarte in der Kalasche den Kopf zu bauen. Ja. Was? Ah, so schön. Ein Schild. Ah, so gut. Die Oberfläche ist stumpf und matt. Stumpf und matt. Nehmen wir das auch mit? Das nehmen wir auch mit. Aber natürlich Keks. Vorher hat sie mich nicht mit sich reden lassen. So, jetzt haben wir hier noch unsere Statue. Fertig für die Schlacht. Benutze Speer mit Statue. Das geht doch so nicht. Nein, wieso nicht? Warum geht es denn nicht? Doppelportal, ah. Keine Chance, auf diesem Wege zurückzukommen. Okay.
Dann gehen wir doch mal nach oben. Oh. Sims Legacy, das ist kein Remake. Das ist das Original. Das ist kein Remake. Es gibt, glaube ich, gibt's von Simon ein Remake? Doch, ich glaube schon. Bin mir unsicher. Aber das ist das Original. Netcode, es ist lang und hart. In der Mitte, die Treppe? Was? Habe ich doch gesehen. Ich weiß, dass da nach oben geht. Habe ich gesehen. Ich wollte bloß erst mal gucken. So schön. Du hast die Maus verpasst? Oh, war da noch was? Verdammt! Oh. Ich geh doch mal gucken. Zimti Zimtbart, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Gibt eine leicht aufpolierte Version für Mobilgeräte. Okay. Okay, wir haben hier einen Spiegel. Wir haben hier aber auch noch irgendwas Magisches. Ein magischer Stab, der ist aber sehr klein. Damit kann ich Leute zu Stein verwandeln. Boah, das nehmen wir. Sehr krass. Nein, nicht unten. Ach, ich werde das einfach geflissentlich übergehen. Bis ich nicht mehr weiterkomme. Ich kann doch mein Spiegelbild darin sehen. Hübsch, hässlich. Was ist los? Noch nie einen sprechenden Spiegel gesehen? Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Hoppala, ein sprechender Spiegel. Genauer gesagt, ich bin ein magischer Spiegel. Ich kann jede reflektierende Oberfläche der Welt widerspiegeln. Sage mir nur wo und du kannst alles hören und sehen, als wärest du live dabei. Dann bist du so eine Art Minispion? Ich bevorzuge das Wort Überwachung. So, Dick benutzt mich für seine finsteren Pläne. Er ist ein Grobian. Weißt du, wie lange es hält, seit ich meine letzte Politur hatte? Er behandelt mich wie einen Sklaven. Ich habe auch Gefühle, weißt du? Was? Was? Weißt du, wie lange meine letzte Politur ist? Wie lange es her ist? Was? Was? Wie war das jetzt? Was? Avalarion, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Was? Und direkt danach Otti. Was? Ah, sollen wir jetzt den Spiegel polieren? Ich bin mir nicht sicher. Ah. Den Sync für den Spiegel hat doch die Raupe gemacht. Habe ich nicht, aber ich hätte gern. Ah, so gut. Spiegel finde ich fantastisch. So, was ist hier? Nichts. Nichts. Hier ist nichts. Gut. Was ist hier so? Nichts. Nicht, ne, halt, da ist ein Buch. Was? Ich hebe es besser erstmal auf. Ich hebe es besser, dann heben wir es halt auf. Ah, Gott. Da steht alles über magische Stäbe. Da steht, dass der einzige Weg, einen Zauberstab zu zerstören, darin besteht, ihn in die feurigen Gruben von Rondor zu werfen. Sind wir etwa in Rondor? Kann das sein? Befinden wir uns denn in Rondor? That's the question. Oh, eine Socke. Das riecht wie 100 Jahre alter Gorgonzola. Gib mir die Socke. Boah, so gut. Was haben wir noch? Noch ein Beutelchen. Was? Schon wieder. Ein verdächtig riechendes Säckchen. Verdächtig. Was? Einer geht noch und alle. Was? Armini, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich danke euch. Danke, danke. Und Armini, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Abend. Bye, bye, mein Lieber. Den Stasi gessen, bitte was? Rumpelisk? Hackt's? Atrozitus, einen wunderschönen guten Abend. Oh, du warst bei Rahmschnitzel. Was macht denn der heute? Warte mal, ich hab's vorhin gesehen, was er macht. Nee, ich weiß es nicht mehr. Verdammt.
Ich habe vorhin reingeguckt. Hat er nicht Planet Coaster gespielt vorhin? Die Regale mittlerweile an die Wand gebracht. Nein. Ja. Erste Mal live dabei und ich fühle mich direkt wohl. Oh, Dankeschön. Freut mich sehr. Eine einzelne Socke. Oh mein Gott. Käsesöckchen. Gorgonzola duften. Ein Fall für Galileo Mystery. Robelist, die haben bestimmt... Herr der Ringe hat das bestimmt geklaut aus... Hier war doch gerade was. Da. Die haben das bestimmt geklaut aus... Simon. Ich möchte aber gar nicht sehen. Wieso nicht? Nimm Loch. Und wie bitte soll ich das anstellen? Woher soll ich das wissen? Benutze Stein mit Loch. Das geht doch so. Benutze nicht. Käsesocke mit Loch. Als Falle für eine Maus oder so. Ha! Siehst du? Und nu? Jetzt ist die Maus ja aber wieder da reingewandt. Na gut, das müssen wir uns merken, dass das geht. Wozu auch immer es geht, das weiß ich noch nicht. Ist hier noch irgendwas? Neben dem Loch? Nein. Nein, ich glaube, neben dem Loch und dem Spiegel ist hier sonst nichts. Dann gehen wir noch ein Stück hoch. Genau, Coaster. Ja, sehr gut. Hey, Max, sieh mal, ein Eindringling. Ja, und was für einer. Jede Wette, dass er sowas versucht, wie den alten Sordid wegzublasen. Sordid, na klar. Sollten wir ihn warnen? Ja, Mann, warnen. Wir können doch unmöglich hier rumhocken und darauf warten, bis er ihn erledigt. Ja, erledigt. Wir könnten mit dem hier das gleiche machen wie mit den anderen und ihn essen. Ja, ihn essen. Oder wir machen ganz einfach weiter mit dem Spiel und ignorieren den Eindringling. Ja, Mann, ignorieren. Na gut. Was zur Hölle geht denn bei denen ab? Habt ihr nichts zu tun, oder was? Ah, schön. Alles klar. Die sind entspannt. Die Beatles haben das geschafft? Was haben die Beatles geschafft? Aber Larion, lass dir schmecken, guten Hunger. Gandalf, ich weiß doch, dass das älter ist. Huch, nein, ich will nicht runter. Nein, 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 nein. Ich weiß doch, ich weiß doch. Ach so, alles klar. Jetzt habe ich es auch, ja, ist gut. Onkel, nee, noch nicht, habe ich gesagt. Haben wir noch nicht. Aber natürlich, Rubelisk. Ja, Mann, ignorieren. Ja, Mann. So gut. Ein kleiner Haken, um Sachen aufzuhängen. Das geht doch so nicht. So zum Spiegeln, weißt du? Dann können wir das hier bestimmt mit dem Spiegel antriggern, denke ich. Oder? Anscheinend so eine Art magische Metallpolitur. Oh! Nein, was? Nein! Nimm? Magische Metallpolitur. Also entweder polieren wir ihn damit, also den Spiegel, oder wir kippen es auf das Schild. Wir kippen es auf das Schild. Damit das Schild glänzt und wir den Spiegel mit dem Schild benutzen können, quasi. Alles klar, ziemlich cool. Okay. Was haben wir hier noch? Unsere schönen Dämonen. Haben die sonst noch irgendwas? Warum ist so groß? Teleporter? Ein normaler Teleporter. Ein normaler Teleporter. Aber natürlich, sowas hat man ja zu Hause rumstehen. Generell. Warte mal, hier ist noch irgendwas. Halt, da ist ein Buch.
Onkel, lass dir schmecken, das guten Hunger. Das ist Zordits Zauberbuch. Sieht aus wie meins. Sie haben es noch nicht gemacht und sie hat ein bisschen beschämt geschaut. Simplex, das hast du wundervoll wiederholt. Das hat sie ja. Eine Arbeitsplatte für die Küche habe ich auch noch nicht aufgebaut. Alter, schreibt euch wenigstens noch eine Daseinsberechtigung. Wir haben seit, ich glaube, knapp einem Jahr oder so, länger, 2 Jahre. Seit, ich glaube, knapp 2 Jahren haben wir bei uns Platten, Holzplatten, weiße, zugeschnitten auf unsere Küche. Also auf die Schränke und so unserer Küche. Wir wollten quasi die Fronten austauschen durch neue Platten, damit es schöner, moderner aussieht und so. Sie sind noch nicht an der Küche befestigt. Yippie! Noch eine neue Flauschrampe. Yippie! Schlappen! Du gehörst jetzt zu den Flauschraupen. Du darfst jetzt keine Raupen mehr essen. What? Vielen, vielen lieben Dank, Schlappen. Herzlich willkommen bei den Flauschraupen. Auch du bekommst natürlich eine Gummizelle im Kokon, direkt im Kokon, in die du dich jederzeit zurückziehen kannst, wo du es dir hoffentlich extrem gemütlich machen kannst. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der Benutzung der Emotes. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Es freut mich wirklich mega, dass du dich zu diesem Schritt entschlossen hast. Dankeschön. Danke, danke. Danke. Zoom. Konnte die Frage nicht mehr lesen. Könnte es nochmal wiederholt werden? Welche Frage? Hat jemand den Gandalf was gefragt? Simplex, Gandalf Simplex hatte nur geschrieben, dass er denkt, dass ich das ironisch gemeint habe. Und das war ja auch richtig, ich habe das ironisch gemeint. Mit, dass Simon von Herr der Ringe geklaut hat. Andersrum, dass Herr der Ringe von Simon geklaut hat. Ich bin Kannibale, kein Problem. Ah, alles klar, dann ist ja in Ordnung. Ah. Er isst uns jetzt alle auf. DRM, das könnte sein. Ich hoffe doch mal nicht. Es rappelt im Cock. Wrap it up, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Ah, schräge Vögel, die Raupen essen. Schon was? So, was müssen wir denn jetzt tun? Das ist jetzt eigentlich so ein bisschen die entscheidende Frage. Was sagen denn die hier? Zwei kleine Dämonen spielen Würfel. Was war jetzt eigentlich mit dem Buch? Das ist Zordits Zauberbuch. Sieht aus wie meins. Können wir das öffnen? Hier ist ein Spruch, um Dämonen zur Hölle zu schicken. Du brauchst ein doppeltes Quadrat mit 8 Kerzen, eine Maus und einen menschlichen Schädel. Und du musst noch die echten Namen der Dämonen kennen. Der menschliche Schädel wird ein Problem. Die echten Namen der Dämonen? Hallo. Hey, schlagen 2 Orkaugen und ein Goblinzahn einen 3er Drachen? Das dachte ich mir. Ich verliere schon wieder, Max. Schon der wieder. Der eine heißt Max. Was seid ihr? Wonach sehen wir denn aus? Du bist dran, Max. Anscheinend verbietet es mir, Kommentare zu machen. Dämon? Was? Einfach so? Klappen? Wie denn jetzt einfach so? Was? Dankeschön. Erst der Sub und jetzt das. Was ist da los? Dankeschön, Schlappen. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Aber das ist keine Entschuldigung, Raupen zu essen. Ich habe die Flauschraupe heute noch gar nicht gezeigt.
Sollte mir doch angewöhnen, die Flauschraupe immer zu holen, wenn jemand zappt. Flauschraupen hüpfen hier und dort und überall. So, jetzt ist gut. Nee. Flauschi! Honigmarmelade, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Auf, dass du hier nicht gegessen wirst, das klingt sehr, sehr lecker. Das klingt extrem lecker. Soll bestimmt heißen ihre wahren Namen. Ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler. Okay. Nun, ihr seht aus wie Dämonen. Nicht schlecht, aber eigentlich sind wir, weißt du, verärgert, genervt, wütend, verrückt, unglücklich, ausgepowert, gepflastert, belästigt, verwirrt, unruhig, ohne jeden Sinn für Humor, eingeschnappt, pikiert, unbeachtet, aufgebracht, verstimmt und beunruhigt. Stimmt's nicht, Max? What? Total verwirrt. Na klar. Warum seid ihr verwirrt, fragst du jetzt bestimmt. Du bezahlst nur dein Essen. Ach, so ist das. Warum seid ihr verwirrt? Das macht auch nichts. Ich sehe schon, du hast kein Interesse an unseren Problemen. Stimmt's nicht, Max? Absolut kein Interesse. Total nicht. Hast du irgendwas zu rauchen dabei? Ich glaube, das in meinem Beutel könnte eventuell, oder? Weiß nicht, was du meinst. Rauchen ist schlecht für die Gesundheit. Gibt's auch. Nicht sehr vorbildlich und erwachsen. Leider nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Was will er denn? Schon okay. Wir haben ja selber eigentlich genug. Stimmt's nicht? Total viele. Können wir ihm denn nicht... Warte mal. Gib. Ich meine, das Beutelchen riecht verdächtig. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung Nein? findet. Nein? Okay. Was können wir eigentlich mit dem Stab machen? Damit kann ich Leute zu Stein verwandeln. Benutze magische Stab. Das hebe ich für Zordit auf. Das möchte er bei Zordit benutzen. Ich verstehe. Brian, einen wunderschönen guten Abend. Tippei, Hallöchen. Hi, Brian. Dein Kaffee ist auch ausgesorgt für die nächsten 4 Wochen. Ja, Kaffee, Schlappen. Sehr gut. Nenn mal den anderen, Max. Was? Wieso den anderen? Ich kann dort nur mit denen zusammen sprechen, oder? Mit ihm kann ich doch... Ich kann ja nicht speziell mit einem von denen sprechen. Glaube ich. Und flexibel, belastbar, kreativ, innovativ, begeisterungsfähig, teamfähig und kreativ. Ja. Ich bin mir auch sicher, dass... was kam mehrfach? Ich glaube hier... Beunruhigt, oder? Beunruhigt kam, glaube ich, 2-mal. Ich bin mir nicht sicher. Was? Mein Bot ist schlimmer als was? Mein Bot ist gar nicht schlimm. Wieso? Wieso? So. Können wir denn jetzt... Ich gehe mal nach unten und benutze mal den Spiegel. Hallo? Geh mal nach unten und benutze den Spiegel. Mal schauen. Hä? Nein! Oh. Wieso geht der wieder hoch? Was tust du? Nein. Da lang. Ja, fein. Darauf eine Zigarette. Benutze Spiegel. Nee, wir hätten vermutlich mit ihm reden müssen, oder? Das geht doch so nicht. Rede mit Spiegel. Brauchst du meine Dienste? Zeige mir das Labor im oberen Stock. Zeige mir das Labor im obersten Stock. Da geht's gerade rund. Wie bitte? Das ist doch nur die Stufenburg. Geralt. Ich möchte Gerald und Max ausprobieren. Gerald, entschuldige. Wenn du unbedingt willst, bitte, versuchen wir es mal. Oh, die Effekte.
Warum bist du so nun nervös bei Fremden, Belch Grabbit? Belch Grabbit? Wärst du das nicht mit so einem Namen? Snogfondel ist doch auch nicht Snogfondel viel besser. Snogfondel und Belch Grabbit. Wahrscheinlich nicht. Belch Grabbit und Snogfondel. Ich habe genug gesehen. Belch Grabbit und Danke Snogfondel. Danke für deine Hilfe, Spieglein. Alles klar, das heißt... Ah, so? Nee, warte mal, ich brauche noch... Ich brauchte jetzt noch die Maus. Irgendwie muss ich an die Maus kommen. Wie kriege ich denn die Maus? Die kommt hier raus, sobald ich die Socke dahin lege. Warte mal, wir können auch was anderes dahin legen, okay. Wenn wir... Ah, Moment, wenn wir die Socke in den Beutel stecken und dann den Beutel davor halten, kriegen wir eventuell die Maus. Nicht nacheinander benutzen kann, benutze es halt zusammen. Na also, fantastisch. Wir haben die Maus. Sehr gut. Was ist jetzt eigentlich mit dem Beutel passiert? Das ist Sordits Geldsäckchen mit seiner Socke drin. Alles klar. Jetzt brauchen wir nur noch so ein komisches Kreuz, ne? Was stand da? Nochmal das Buch. Das ist Sordits Zauberbuch. Sieht aus wie meins. Hier ist ein Spruch, um Dämonen zur Hölle zu schicken. Du brauchst ein doppeltes Quadrat mit 8 Kerzen, eine Maus und einen menschlichen Schädel. Und du musst noch die echten Namen der Dämonen kennen. Okay, das wird jetzt aber eher ein schwieriges Unterfangen. Also der Schädel wird zum Beispiel ein Problem? Und dieses doppelte Quadrat mit 8 Kerzen? Das geht doch so nicht. Das wäre problematisch. Können wir eigentlich den Teleporter benutzen? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Rein gut möglich. Das geht doch so nicht. Kann ich den nicht einfach benutzen? Ich fasse das Ding nicht an, bevor ich weiß, wie es funktioniert. Boah, buhu, Schlappen. Ganz frisch, wenn sie noch leben. Boah, bist du böse. Spartaner, wunderschönen guten Abend. Telekom hat schon wieder Störungen. Ah nee, ach, sie haben die Störungen behoben. Ah, alles klar. Mir geht's gut, Spartaner, ich hoffe dir auch. Nachdem du jetzt wieder Internet hast. Ich weiß, Brian, ich weiß. Ihr habt das gesehen, weil zu viel Caps. Ich mag's nicht, wenn hier rumgeschrien wird. Man muss doch nicht schreien. Was soll ein menschlichen Schädel auf deinen Schultern? Ja, und da soll er auch bleiben. Da soll er auch bleiben. Hin. So, rede mit Dämonen. Entschuldigung? Oh, ja? Der mächtige Tower. Warum bleibt ihr hier, wenn ihr unzufrieden Was? Seid? Sieht so aus, als hätten wir eigentlich keine Wahl. Sordid wird uns nicht gehen lassen. Warum will er, dass ihr hier seid? Wir haben einen gewissen Nutzen. Er will unbedingt das Universum beherrschen. Ja, Mann. Ich glaube, die Eltern sind schuld. Und wo genau kommt ihr in diesem Plan vor? Wir sind Sordids persönliche Leibwächter, Matrosen, Gärtner, Putzfrauen, Köche. Sag irgendwas, wir tun's. Wir tun's. Das ist die wahre Hölle. Die Frage ist einfach nur so gut. Wie hättest du es denn gerne? Sieh mal, wir sind doch Dämonen, oder nicht? Ja, Dämonen. Wir sind nicht diejenigen, die für andere leiden sollten. Um ehrlich zu sein, ich weiß selber nicht genau, warum wir hier die Stellung halten sollen. Seitdem er diesen Stab hat, sind unsere Aufgaben sehr einseitig. Einseitig, aber total.
Er hat das aus einem Kinderbuch. Er verwandelt Menschen irgendwie zu Stein. Stein, jawohl. Aus diesem Grund auch die vielen lebensechten Statuen von den Leuten, die versucht haben, ihn zu stoppen. Ich weiß, ich brauche einen sprechenden Löwen. Was? Und ich schreie nicht. Niemals, nicht nie. War das Verruchteste, was ich die letzten 2 Minuten gehört habe. Was? Kann man sie wieder zum Leben erwecken? Weiß nicht. Ich denke, es sollte so etwas geben. Aber keinen blassen Schimmer, was es ist. Jedenfalls, wenn ich du wäre, würde ich hier so schnell wie möglich abhauen, solange Sordid noch im Bad ist. Im Bad? Im Schaumbad. Aha. Für einen strategischen Rückzug? Auftrag des Herrn unterwegs? Dies scheint der richtige Augenblick für einen strategischen Rückzug. Wo ist hier die Tür? Tut mir leid. Der einzige Weg raus ist durch den Teleporter in diesem Haus. Und ich werde mich hüten, dir zu sagen, wie er funktioniert. Oh, bitte. Nein. Ganz nettes Bitte. Nein. Ich werde es meiner Mami sagen. Immer noch nein. Was? Was? Wollen wir alle hören? Was? Valarion, danke schön. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Toppig. Das ist das Verruchteste, was ich das ganze Jahr gehört habe. Boah, das ganze Jahr? Ernsthaft, DM? Was? Mein großer Bruder wird dich vermöbeln. Nein. Warum sagst du es mir nicht? Wir sind Dämonen. Wir arbeiten nicht für gute Leute, weißt du? Aber ich bin total gute böse. Gute Leute, nein, tu dir nicht. Hinfort, Dämon! Sag mir, wie man ihn benutzt, oder ich schicke euch zurück, wo ihr herkamt. Alles, was wir wollen, ist zurück in die Grube, woher wir kamen. Verstehst du? Boah, ey, Grube! Boah, ey! Alles, was du tun musst, ist einen Zauberer finden, der groß und mächtig ist. Kein Problem. Ich, Sam, der Zauberer, werde euch retten. Entschuldige meine Zuversicht, oh Mächtiger, aber du bist noch nicht mal ein normaler Zauberer. Ey! Und warum glaubst du, dass ich kein Zauberer bin? Ich habe schon ein paar Zauberer gesehen und alle waren fette, chemikalienbespritzte, zerstreute Idioten. Totale Idioten. Aha. In 2 Monaten und 3 Tagen werde ich 15. Mein Lehrer nennt mich immer Idiot. Irgendwie veralbert, leichtgläubig gewesen, reisen in Verkleidung, unmodern heutzutage fett und alt zu sein. In 2 Monaten und 3 Tagen werde ich 15. Es ist sinnlos zu diskutieren. Wenn du wirklich ein Zauberer bist, dann schick uns in die Grube zurück und wir sagen dir dann, wie das mit dem Teleporter funktioniert. Boah, ey, Teleporter. Boah, ey. Okay. Okay, ich brauche nur ein paar Sachen. Wir fangen wohl besser schon an zu packen, oder? Zu packen, jawohl. Okay. Jetzt ist ja aber immer noch die Frage, wo kriegen wir, also jetzt mal unabhängig der Tatsache, dass hier ja Schädel sind, wo kriegen wir, geht's hier noch irgendwie weiter? Nee, ne? Brauchen noch 2, warte mal, wenn wir,
Das geht doch so nicht. Nicht? Sah so aus, weil die so... Naja. Da steht alles über magische Stäbe. Da steht, dass der einzige Weg, einen Zauberstab zu zerstören, darin besteht, ihn in die feurigen Gruben von Rondor zu werfen. Oh, buhu, Rublis. Buhu. Das ist auch nur ein bisschen gelogen. Umin Van, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Ah. Verdammt. Das wären 2 Quadrate. Wenn die so übereinander liegt? Nicht? Dachte. Weiß nur nicht. Die Maus haben wir jetzt. Hier ist ein Spruch, um Dämonen zur Hölle zu schicken. Du brauchst ein doppeltes Quadrat mit 8 Kerzen, eine Maus und einen menschlichen Schädel. Und du musst noch die echten Namen der Dämonen kennen. Ein doppeltes Quadrat mit 8 Kerzen. Eine Maus, einen menschlichen Schädel und die Namen. Die Namen haben wir, eine Maus haben wir, der menschliche Schädel fehlt und das doppelte Quadrat mit 8 Kerzen. Leider nicht. Nein, komm, das hat seine Gründe, warum nicht. Also, das würde zum Teil so ausarten, wenn es so etwas gäbe. Ganz ehrlich. Ja, die ganze Zeit nur. Mit irgendwelchen Geräuschen beschäftigt. Ich habe keinen Stift. Nein. Ich habe nichts zum Malen. Kerzen wären ein guter Anfang. Ja, aber ich kann die hier nicht einsammeln. Ich kann ja die ganzen Kerzen hier nicht einsammeln. Da haben wir den Spiegel. Hier haben wir nichts. Nichts, 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 nichts. Kerzen, die hier rumstehen, den kann ich ja nicht interagieren. Hallo, ich würde gerne... Nein, nicht nach oben. Ah! Weiß nicht. Das ist Zordits Zauberbuch. Sieht aus wie meins. Hier ist ein Spruch, um Dämonen zur Hölle zu schicken. Du brauchst ein doppeltes Quadrat mit 8 Kerzen, eine Maus und einen menschlichen Schädel. Und du musst noch die echten Namen der Dämonen kennen. Glaub nicht, dass man die Bücher öffnen kann. Da steht, dass der einzige Weg, einen Zauberstab zu zerstören, darin besteht, ihn in die feurigen Gruben von Rondor zu werfen. Ach, warte mal, ich kann hier vielleicht noch runter, kann das sein? Und das vielleicht die feurigen Gruben von Rondor? Aha. Was ist denn das? Folterinstrumente des Todes, oder? Sieht gut aus. Ich glaube, ich bin in einer Art Folterkammer. Nein. Jetzt, wo du sagst. Handschellen, wie abgefahren. Das ist ein Schädel. Wer immer das war, er hatte eine riesige Nase. Sie sind an der Wand befestigt. Folterinstrumente. Ich möchte sie nicht. Was, du möchtest sie nicht? Was? Sieht aus wie ein riesiger Nussknacker. Das klingt schmerzhaft. Ich wette, die trocknen damit keine Klamotten. Das ist ein Hebel, bereit zum Aktivieren. So, nee, warte mal. Das geht doch so. Wie kann ich denn den jetzt... Ich kann das nicht aufheben. Trage, entferne... Verzehre, benutze, bewege Hebel. Aha. Aha. Ja, jetzt haben wir den Block. Können wir vermutlich hier irgendwas hinlegen?
Das ist ein harter Felsbrocken. Ein Stein. Das geht doch so nicht. Die Maus. Nicht. Das ist sehr bösartig. Nein. Das geht doch so nicht. Was könnten wir denn noch hier hinlegen? Der Stab geht ja nicht kaputt. Das geht doch so nicht. Okay. Dann gucken wir mal unauffällig hier rüber. Müssen wir uns gleich noch genauer angucken. Eine Kiste. Ich hoffe, das ist nicht so etwas wie oben. So sehen die da oben aus. So ein bisschen, ja, Rublisk. Ja, das stimmt. Wie die immer die Haare so hoch hatten, oder? Und dann oben so eine kleine... Ja, ich kenne die noch. Die waren toll. Die waren toll. Und den habe ich als Kind, glaube ich, hat die meine Mom mir immer mit zum Baden gegeben, damit ich ruhig bin. Meiner hing nicht an der Decke, ja, das ist korrekt. Meiner auch nicht. Das ist abgeschlossen. Mist. Das geht Wieso doch so nicht. Wieso nicht? Brich es doch einfach auf. Mir sonst noch irgendwas? Nee, ne? Die Kiste und das war's. Verdammt. Ein Schrumpfkopf. Du willst einen Schrumpfkopf? Ach, Rubelisk. Muss immer gleich alles falsch aufgefasst werden, was ich sage. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Komm ich denn jetzt? Wie machen wir denn das jetzt? Das trage ich. Wieso nicht? Das hebe ich für Sordid auf. Ja? Beutelchen. Das geht doch so Chemikalien. Nicht. Chemikalien. Ne. Das geht doch so nicht. Ein Speer, wrap it up. Wo wir eh gerade über Trolle reden. Jetzt haben wir doch schon fast alles durch, oder? Das geht doch so nicht. Wer ging ja auch nicht? Das geht doch so nicht. Wer mit Hebel? Macht eigentlich keinen Sinn. Das geht doch so nicht. Kann er die Kiste nicht tragen, oder? Nicht. Vielleicht. Mein guter Geschmack sagt mir was ganz anderes. Die Trage geht nicht. Vielleicht kann ich sie nehmen. Aber natürlich kann ich sie mitnehmen. Natürlich kann ich die Kiste mitnehmen. Na klar. Natürlich packt er eine ganze Kiste in sein Inventar. Wieso auch nicht? Mann. So. Ist hier was rausgefallen? Wow, Kerzen. Lass mich raten, es sind 8 Kerzen. Davon gibt es insgesamt 8. Wow, was für ein Zufall, dass es exakt 8 Kerzen sind. Ist ja unglaublich. Traue ich sozusagen wirklich nur noch die 2 Quadrate. Ach, und den Schädel, verdammt. Der Schädel. Kommen wir mit dem Speer an den Schädel? Kommen wir offensichtlich. Sehr gut. Poink! Sehr schön. Dann nehmen wir den Schädel auch noch mit. Sehr gut. Läuft! Läuft! Da-da-da-da-da. Ah. Raupe vielleicht was oben aktivieren? Nee. Kannst die Kiste nicht mitnehmen? Doch. Eine ziemlich große Reichweite, oder? Damit der Feind nicht so nah an einen rankommt, glaube ich. Das ist korrekt, Rubelis. Truhe tragen und mit dem Stein aufmachen. Tragen nicht, aber mitnehmen.
Und Nike, einen wunderschönen guten Abend. Jogurette-Riegel in den Chat. Oh, Jogurette. Hm. Gut, dann haben wir das. Dann fehlt uns jetzt noch... wir können nicht zufällig den Stab mit... Ach nein, er will ihn ja immer nicht benutzen. Lassen wir das. Er will ihn immer nicht benutzen. Wir brauchen noch... Wir brauchen noch die Quadrate. Oh, und jetzt magst du mir noch einen Kaffee machen, oder? Nein, 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 nein. Es ist spät. Alles gut. Joko, hatte. Nom, 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 nom. Richtig, wrap it up. Ganz genau. Ess 3 Packungen Jogurette, bis ich kotze, so bleibe ich schlank. Oder wie war das? Exakt, der Joker. Ja. Das ist absolut korrekt. Hier ist nichts mehr. Yummy. Vielleicht kann ich das ja jetzt oben einfach machen mit den 2 Büchern. Jetzt, wo ich die Kerzen habe. Vielleicht geht das dann jetzt. Das geht doch so das nicht. Das geht doch so nicht. Das geht doch das so geht nicht. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Dann weiß ich es auch nicht. Das ist Zordits Zauberbuch. Sieht aus wie meins. Hier ist ein Spruch, um Dämonen zur Hölle zu schicken. Du brauchst ein doppeltes Quadrat mit 8 Kerzen, eine Maus und einen menschlichen Schädel. Und du musst noch die echten Namen der Dämonen kennen. Du brauchst nur ein Bissen und bist schlank? Ist das so der? Ja, geh raus. Dämonen. Ich bin's wieder. Alles klar dann? Nur schnell ein magisches Quadrat hier hinmalen. Hier, du kannst meine Kreide haben. Es ist aber praktisch, dass er Kreide dabei hat. Genau, ein unauffälliger Zaunfall-Wink für Sando. Aber nein, es ist schon spät. Ich will jetzt nicht noch einen Kaffee. Nicht gut, um die Uhrzeit. Na dann kann's ja losgehen. Rock'n'Roll! Ich bin beeindruckt, sehr beeindruckt. Das könnte sogar eventuell funktionieren. Funktionieren, ja. Okay, Bübchen, jetzt sage ich dir, wie der Teleporter funktioniert. Drücke einfach auf den roten Knopf, auf dem Selbstzerstörung natürlich. Steht und sage der Maschine, wo du hin willst. Leider nur eine Hinfahrkarte. Ohne Passwort kommst du nicht mehr zurück. Passwort, jawohl. Und das wissen wir auch nicht. Boah, die Animation, ist das der Hammer. Oh, so gut. Und los geht's, Kleiner. Okay, versuchen wir es mal. Zabak, Zin, Zan, Xenok, Jarmak, Zock. Oh, scheint so, als müssten wir hier... Zack, da waren sie weg. Wow, das hat richtig gekitzelt. Hoffentlich hat es funktioniert. Schön, fantastisch. Was? Das geht doch so nicht. Otti, danke schön. Danke schön.
Berksee, wunderschönen guten Abend. Wichtigster Hinweis im Spiel. Was, dass man ohne Passwort nicht zurückkommt? Das ist irgendwie blöd. Müssen wir denn hierhin nochmal zurück? Das ist that's the question, der entscheidende, finde ich. Können wir eigentlich das Schild wieder mitnehmen? Jetzt brauchen wir es ja rein theoretisch nicht mehr hier. Hier brauchen wir es ja nicht mehr. Haben wir sonst noch irgendwas? Weiß ich jetzt nicht. Könnten wir speichern. Benutze Postkarte. Speichern. Nehmen die 7. Final, hoffe ich. Ah. Hätte gern eine Rückfahrkarte. Wohin? Na hier! Genau. Brian stellt Kaffee in den Raum. Ah. Kaffee ist schon echt toll, aber das ist schon 19 Uhr. Ich krieg dann immer so ein schlechtes Gewissen. Also nach 19 Uhr. Also zumindest unter der Woche. So, gut. Dann benutze Teleporter. Nee, mach einfach. Ach, wichtigster Hinweis ist, das geht doch so nicht. Oh, Punk. Dies ist Sparky, der sprechende Teleporter. Zu Ihren Diensten. Es wird mir eine Freude sein, Sie schnellstmöglichst und sicher zu dem Ziel Ihrer Wahl zu bringen. Aha. Zu den brennenden Gruben von Rondor, bitte. Zu den brennenden Gruben von Rondor, bitte. Ihr gewähltes Ziel sind die brennenden Gruben von Rondor. Legen Sie die Sicherheitsgurte an und stellen Sie das Rauchen ein. Wow. Ernsthaft? Souvenire? Ein Kieselstein? Ernsthaft? Schon wieder so losgeht. Und ein Ast. Das ist ein Haufen kleiner Kieselsteine. Davon nehmen wir doch direkt mal was. Und ich dachte, wir sind bald durch. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir bald durch sind. Das ist ein kleiner gespaltener Ast. Nimm Ast. Wo Speicherstand 500 MB verbraucht werden? Das glaube ich nicht. Leute, die trinken Kaffee zum Schlafen gehen. Okay. Ich mache mir eigentlich wegen meinem Magen dann eher Sorgen. Ich weiß nicht. Letzten Kaffee trinke ich um 23 Uhr. Nice, Rico, einen wunderschönen guten Abend. Falke, das kann ich nicht. Wenn es dann auch bei allen so wäre, würde ich das tun. Aber natürlich, 18:59 Uhr ist Kaffee noch okay. Nun ohne den Kaffee getrunken, weil ich nichts anderes zu trinken im Haus hatte. Nee, Robolas, mir geht's nicht ums Schlafen. Mir geht's halt, wie gesagt, mehr um den Magen. Agi, moin, Hallöchen. Monkey, schaffst du heute noch? Okay. Erste Drittel des Spiels ist jetzt durch. Zählt schon als Frühstück, genau. Es zählt schon als Frühstück. Eine Glocke. Das ist ein Feueralarm mit einem Knopf in der Mitte. Können wir den mitnehmen? Nein. Ich komme nicht dran. Können wir ihn benutzen? Mit dem Stock? Das geht also doch andersrum, so nicht. Andersrum, mit dem Ast benutzen? Das geht doch mit dem so Speer? Nicht. Das geht doch so Nein? nicht. Okay, dann halt nicht. Dann reden wir erstmal mit dem Führer, ernsthaft. Er sieht sehr gelangweilt aus. Okay. Timin aus seiner Langeweile. Rabatt für mächtige Zauberer. Ich wusste nicht, dass dies eine Attraktion ist. Willst du mir das Ticket feilschen? Ich bin von der Verbraucherzentrale, mache eine Routineinspektion. Ich bin von der Verbraucherzentrale und mache eine Routineinspektion. In diesem Falle kannst du es beim Kartenverkaufsservice probieren. Gibt es Rabatt für mächtige Zauberer? Mächtige Zauberer haben freien Eintritt. Warum fragst du danach? Weil ich ein Hallo? Mächtiger Zauberer bin. Und ich bin die gute Fee. Warum habe ich den Eindruck, er glaubt mir nicht? Velius, wunderschönen guten Abend. Kaffee ist doch voll für den Magen. Na, ich glaube nicht. Egal, ob man um 10 oder um 19 Uhr Kaffee trinkt, okay. War denn der feste Teil meines Frühstücks?
Heute Nacht noch eine Menge Kaffee trinken, hab leider Nachtschicht. Oh na. Nicht schön, aber. Ich wusste nicht, dass dies eine Attraktion ist. Vor 3 Jahren war es noch keine. Doch dann kam König Gerald. Hier ein paar Broschüren. Guten Abend, Sebastian. Besuchen Sie die feurigen Gruben von Rondor. Ein ideales Ausflugsziel für die Familie. Sehen Sie die Feuer der Hölle in voller Aktion. Und denken Sie daran. Freie Sonnencreme für jeden. Klingt sehr hübsch, aber warum ist kein Besucher da? Das ist ja das Dumme. Der nächste Ort ist ein 150 Kilometer entferntes Dorf. Man kommt hierher nur zu Fuß oder per Magie. Wir hatten 2 Besucher in den letzten 3 Jahren und einer war ein Zauberer. Sordid. Richtig, ja. Der andere war so ein kleiner, grüner Typ. Zahlst du nun oder nicht? Kleiner, grüner Typ? Du musst mich reinlassen. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Bitte, 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 bitte. Du musst mich reinlassen. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Nein, mein Job hängt davon ab. Lucy Lua, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Sebastian, ja, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Trotz allem fürchterlich aus. Wenn die Welt untergeht, ist es deine Schuld. Du machst einen großen Fehler. Wenn die Welt untergeht, ist es deine Schuld. Du Schuld. Das heißt, ich komme jetzt an ihm nicht vorbei, oder was? Ich habe dir gesagt, du kannst nicht rein, ohne zu bezahlen. Alles klar. Ich habe dir gesagt, du kannst nicht rein, ohne zu bezahlen. Das geht doch so nicht. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Sicher nicht? Ich wette, wir müssen irgendwie die Glocke zum Auslösen bringen. Das geht doch so nicht. Nein. Zauberer ihn mit dem Zauberstab. Nein, den brauchen wir doch noch für Sort. Den benutzt er ja immer nicht. Das geht doch so nicht. Das ist traurig, Sebastian. Wieso sieht der Ast verdächtig aus? Der Ast ging doch auch nicht. Das habe ich doch versucht. Das geht doch so nicht. Geht auch nicht. Hier noch irgendwas? Nö. Ach, Moment. Das geht doch nicht? So nicht. Ich dachte vielleicht das Band hier dazwischen und dann so... Poing. Nicht? Da ist ein elastisches Band drumherum. Toll. Gut, dann das Band. Für was soll ich es verwenden? Na, mach jetzt. Benutzt er jetzt die Kieselsteine von alleine? Feuer! Gut. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Sebastian, wann seht ihr euch denn das nächste Mal? Ast plus Seil, Gummi plus Stein? Ja. Speer und Führer gleich kein Führer? So, gut, das hätten wir. Ach, hier nach unten geht's gar nicht. Es geht nur nach da. Okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, hier scheint nichts zu sein. Außer Bohnenwachs. Das ist ein Eimer mit Bohnenwachs. Wollen wir den Eimer Bohnenwachs mitnehmen? Aber natürlich nehmen wir den Eimer Bohnenwachs. Wenn ich den zu fassen kriege, der die Sprengklage ausgelöst hat,
Ich röste ihn bei lebendigem Leib. Jetzt muss ich versuchen, dieses verdammte Ding wieder anzustecken. Gerade als ich mit meinem neuen Zauberstab fertig war. Sordet! Dieser hätte funktionieren sollen. Ist der gruselig. Mach mal nicht so Lärm, mein Chef war gerade hier. Was kann ich dafür, Otti? Den Screen mit der Maus abgrasen. Als ja, das Typische. Ich den Uri-Geller-Zauber. Uri-Geller-Zauber. Ich in der stehen bleiben könnte, es klingelt und war so beruhigend. Was? Verdammt, ich muss ihn falsch betont haben. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre. Sordet! Werde zu Stein! Ganz schön ironisch, oder? Hey! Schleimeimer! Pasta la pizza, Baby! Pasta la pizza! Nein! Wow, so gut. Sieh, was es heißt, sich mit Simon, dem Zauberer, anzulegen. Das einzige Problem ist jetzt, wie der Zauberstab zerstört und Calypso gerettet werden kann. Na, wir haben hier die Gruben. Mein Vorschlag wäre ja... diese. Das geht doch so nicht. Wieso nicht? Das erloschene Feuerloch, gelöscht vom Sprinklersystem. Verdammt! Nein! Und jetzt? Das geht doch so nicht. Ich lese doch, aber es ist ja alles kaputt. Ist kaputt. Ihr fällt nicht auf, wenn sie was findet? Wie? Wie sind die Gruben? Das wissen wir ja. Was habe ich denn noch übersehen? Sordet? Können wir mit Sordet noch was anstellen? Wie sollte ich? Ich habe ihn in Stein verwandelt. Was habe ich schon wieder verpasst? So richtig polieren. Dauert leider wieder. Jetzt nicht mehr so oft, aber ich hoffe, dass sie hier Arbeit findet und ihr Herz sieht. Ah, das wäre schön, Sebastian. Ich drücke die Daumen, dass das funktioniert. Krass, abgefällt. Und was habe ich denn übersehen? Obelix, einen wunderschönen guten Abend. Fiery Pits. Und? Hier ist nichts. Hier ist doch nichts. Da ist doch nichts, oder? Oder was für ein Schild habe ich übersehen, bitte? Hier ist nichts, wo was passiert. Fiery Pits. Pits. Was habe ich denn hier übersehen, bitte? Die Glocke. Kann ich den Alarm wieder ausstellen? Nur so Testweise. Nein. Ich habe nichts zum Verfeuern. Kann ich nicht. Halt. Nee, das war nur die Glocke. Da! Alles klar. Die habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Ba-ba-ba. Admiral Tronx. Oder so. Vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön. Habe ich nicht gesehen. Entschuldigung.
bin nicht alt. Bab. Benutze, wo sind die Streichhölzer? Hier. Nein. Wo sind die Streichhölzer hin? Da. Doch. Gruben. Sordid und seine ganze Magie bringen das nicht zum Laufen. Und du erwartest tatsächlich von mir, dass ich das Ding mit einem Streichholz anzünden kann? Ja. Mach! Geht doch! Beschwer du dich nochmal! Ein Pool voll blubbernder Lava! Benutze magische Stab mit Lava. Und los geht's. Weihweihstab. Jetzt sollten alle Statuen wieder normal. Ja, das heißt ja aber auch Sordid wird wieder normal. Hat er das vielleicht bedacht? Ich werde sicherlich ein Held werden. Oh, das ist so ein Nicht Trottel. Nur, dass ich die Welt von Sordid befreit habe, sondern auch so alle Guten noch dazu. Wenigstens bin ich außer Gefahr. Ich hatte gerade einen Gedanken. Wow. Er ist so schlau. Oh, shit. Schön, 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 kleiner Zauberer. Jetzt machst du mich aber wirklich wütend. Sagen wir unentschieden? Hüte dich, Schreckensgestalt. Der Teufel hat mich verleitet. Hüte dich, Schreckensgestalt, oder ich werde wütend. Bring mich nicht zum Lachen, kleiner Zauberer. Diesmal gehe ich auf Nummer sicher und töte dich unter großen Schmerzen. Ich denke, es ist Zeit, sich zu verabschieden. Du hast das Spiel schon beendet. Sprich dein Gebet, kleiner Zauberer. Nein! Oh, Telefon! Hallo, Sordid am Apparat. Wer? Warte eine Sekunde. Leute von der Lebensversicherung, sie wollen mit dir sprechen. Hallo? Ist dort Simon, der Zauberer? Am Apparat. Hier ist Calypso. Deine Arbeit mit dem Zauberstab war große Klasse. Wir sind alle zurückverwandelt worden. Ich komme, um dich zu retten. Versuche, ihn noch eine Weile abzulenken, okay? Okay. Atramo, moin. Hallöchen. Auf Wiederhören. Wer aber brav wartet, der Sordid. Falsch verbunden, Lebensversicherung wurde gekündigt. Nichts, was ich angehen würde. Ich eben aus meinem Testament gestrichen. Ich habe dich eben aus meinem Testament gestrichen. Na gut, mach dich bereit für die Qualen deines Lebens. Warte eine Sekunde. Was willst du noch? Warum kannst du nicht ruhig sein und sterben? Echt kennst du schon den, wo der Kanzler auf die Toilette geht? Nein. Kennst du den mit der Butter? Nein. Ich sage ihn dir besser nicht. Du könntest ihn weitererzählen. Oh! Ich habe keine Zeit für Witze. Ich habe Wichtigeres zu tun. Es ist Zeit für dich zu sterben. Nein! Böse Sordid! Nun schau, was es heißt, sich mit mir zu messen. Was? Verdammt! Hat man sowas schon gesehen? Hunderte spitzer Stacheln und ich verfehle sie alle. Respekt. Ich frage mich, was mit der Brücke passiert ist. Ungünstig. Und jetzt? Wie kommen wir jetzt darüber? Rip in Pieces. Ja. Flieht, ihr Narren. Wie kommen wir denn jetzt darüber? Reicht unser Speer aus?
Nee, ich kann ihn ja... Toll, ich kann ihn ja nicht benutzen. Ich komme hier gar nicht zurück. Ich kann nur noch da. Hi, Sordid. Netter Versuch, Loser. Das musst du schon besser machen. Dieses Mal wirst du sterben. Das wird er nicht überleben. Okay, ich bekomme also ein paar Sekunden, um was zu tun. Ich mache das wirklich gut mit dem Hinfallen. Ich bekomme ein paar Sekunden, um zu reagieren. Schauen wir mal, was wir machen können. Schon wieder versagt, Zordi. Ich lebe immer noch. Nicht mehr lange, du Pestbeule. Komm schon, gib mir die Maus. Gib mir die Maus. Wunderwachs musste ja noch eine Bedeutung haben. Hui! Glückwunsch. Schön. Wo ist er? In die Lava gekippt. In die Lava gekippt. What? Was geht denn hier ab? Wer hat das Licht ausgeknipst? Herzlichen Glückwunsch! Gut gemacht! Du hast Simon the Sorcerer gelöst! Nun, Simon, wie fühlt man sich als Held? Auf welchem Trip ist der denn? Willst du deinen Fans irgendetwas sagen? Versäumen sie nicht die nächstjährige Fortsetzung! Halt mal die Luft an! Das mache ich nicht nochmal alles mit. Puh, was für ein Albtraum! Zum Glück bin ich endlich aufgewacht. Ich glaube, das bedeutet Fortsetzung. Nein! What? Was tun die zwei da? Was zur Hölle? Ciao, Hatra. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bye, bye. Die sind überaus beweglich. Respekt. Meinen Respekt. Oh. Gibt's davon den zweiten Teil? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Wann gibt's den zweiten Teil? Das weiß ich noch nicht, wann wir den machen. Jetzt ist auf jeden Fall erstmal das dran. Das, wartet, Moment, das war zu nah. Das ist erstmal dran. The Curse of Monkey Island 3. Ich freue mich. Die zwei tanzen jetzt hier noch das ist Unermessliche, oder wie? Ah nein, da war es vorbei, glaube ich. Zack, das war's. Okay, gut.